Achtung, Zombies! In diesem Video versuche ich mal kurz anzureißen, warum Negativzinsen respektive weitere Zinssenkungen vielleicht langfristig keine so wirklich gute Idee sind, auch wenn die Aktienmärkte zum Beispiel richtig Party machen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ja, wir haben gestern Jerome Powell in diesem Redetext, aber dann bei der Anhörung vor dem US-Kongress gehört, wo er relativ klar gemacht hat, mit Verweis auf viele FOMC-Mitglieder wollten schon im Juni die Zinsen senken oder haben sich für eine akkommodierendere Geldpolitik eingesetzt, wie es heißt, klar gemacht, dass dann Ende Juli ein Zinsschritt nach unten kommt. Das FOMC-Protokoll, das dann gestern um 20 Uhr veröffentlicht wurde, war da fast noch eindeutiger. Also das ist schon mal ziemlich sicher oder das ist sicher, dass wir am 31. Juli dann die Zinssenkung bekommen. Große Frage ist, wie geht es dann weiter? Jetzt werden wir also angesichts einer Situation eine Zinssenkung bekommen, wo die US-Märkte auf Allzeithoch sind und wo wir jetzt die Situation haben, dass die sogenannten Financial Conditions, das ist also das, was man lax unter Kreditvergabe versteht, also wie leicht oder schwer ist es, an Kredite ranzukommen, und hier haben wir die sogenannten Financial Conditions, die so lax sind wie seit 1993 nicht mehr. Es ist also so einfach, an Kredite heranzukommen wie seit ja, fast 30 Jahren, muss man sagen. Und dementsprechend ist eben die Frage, was kann jetzt noch ein Zinssenkungsschritt oder mehrere Zinssenkungsschritte bewirken? Und hier gibt es interessante Vergleiche, zum Beispiel wie Lisa Abramovic von Bloomberg hier schreibt, die große Frage des Tages ist, was eigentlich ein 25-Basispunkte-Schritt, also ein Viertelprozent, hier noch ausrichten kann, wenn die Gewinne der Unternehmen nach unten kommen und die Borrowing-Costs, also die Kosten für Kredite, ohnehin schon sehr, sehr niedrig sind. Und interessant ist, dass die Gewinnrendite, die Earnings Yields beim S&P 500 auf den tiefsten Punkt, auf den tiefsten Stand seit Oktober gefallen sind und deutlich stärker gefallen sind als die US-Staatsanleihen. Hier sehen wir den Earning Yield vom S&P 500, hier sehen wir die Staatsanleihen. Das heißt, wir haben praktisch die Situation, dass Aktien im Vergleich zu den Earnings, im Vergleich zum Umsatz immer teurer werden. Jetzt und auch gerade mit dem neuen Allzeithoch. In der Summe ist das vielleicht ein verzweifelter Versuch, die Dinge nochmal aufzuhalten. Wie hier Daniel Lacalle schreibt, Rate Cuts do not make the economy more dynamic. Die machen die Wirtschaft nicht dynamischer oder werden Wachstum hier in dieser Situation nochmal anheizen. Wie kann man Wachstum anheizen, wenn ohnehin die Verschuldung schon so überbordend ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben Kredite praktisch nichts mehr kosten? Wie soll man dann mit Zinssenkungen noch mehr Anreize schaffen? Es geht doch hier um die fehlende Nachfrage überwiegend. They only serve one purpose, inflate asset prices. Es werden Assetpreise, also Vermögenspreise, inflationiert. Das ist genau das, was passiert. Und diese Vermögenspreisinflation, die führt zu einer, Vorsicht, Zombifizierung der Wirtschaft, weil Kapital eben fehlallokiert wird, weil das Kapital nicht mehr dahin fließt oder nicht nur noch dahin fließt, wo es produktiv ist, sondern eben auch Zombieunternehmen, die eigentlich gar kein Geld verdienen, sondern nur durch die niedrige Zinssituation noch am Leben gehalten werden, dass da Geld reinfließt. Und das kann man beispielhaft und musterhaft für folgende Unternehmen zeigen. Was wir hier sehen, das sind sogenannte Junk Bonds aus Europa, also hochrentierliche Anleihen eigentlich. Junk, die praktisch von Ratingagenturen als nicht Investment Grade geratet werden. Finger weg davon, ein Profi-Investor darf in solche Papiere nicht investieren, in solche Unternehmensanleihen. Und hier sehen wir lauter Unternehmen wie Nokia, wie Altis, wie Constellium. Viele bekannte Namen, vor allem Nokia darunter, das sind die jetzt also Unternehmensanleihen aus dem Junkbond-Bereich, die Negativrenditen haben. Das heißt, die Anleger, die Investoren zahlen sogar noch Geld, wenn sie solche Papiere kaufen, wenn sie den Unternehmen, die durchaus Bonitätsschwierigkeiten haben, noch Geld leihen. Das bringt die ganze Absurdität auf den Punkt. Überhaupt sind die Unternehmen aus dem Junkbond-Bereich in Europa so hoch verschuldet wie seit 2008 nicht mehr. Und all das zeigt, dass sozusagen jetzt solche Firmen durchgefüttert werden. Das versteht man unter Zombifizierung.
dass Firmen, die eigentlich vom Markt verschwinden müssten, nur noch existieren, weil sie von den Investoren eben Geld kriegen und sogar noch Geld dafür zahlen, dass sie die Schulden etwa von Nokia bezahlen dürfen. Völlig absurd und on the long run eben nicht haltbar. Das sollte man immer mitbedenken, wenn es jetzt hier diese Asset-Preis-Party gibt, also diese Vermögenspreis-Party. Da habe ich vor allem die Aktienmärkte im Blick, dass da langfristig eben hier eine Rechnung kommt, dass die Rechnung bezahlt werden muss, dass es kein Free Lunch gibt. Das sollte man sich klar machen. Das, was wir jetzt an Party erleben, wird später als Kopfweh und als Kater auf uns wieder zurückfallen. Schauen wir uns vielleicht noch folgende Situation an. Wir hatten gestern die größte Versteilung der Zinskurve in den USA seit dem FOMC-Meeting und seit der Wahl 2016 von Donald Trump. Und oft ist es ja so, wir haben ja schon lange eine Invertierung der Zinskurve, dass also die länger laufenden Anleihen weniger Rendite bringen als die kürzer laufenden Anleihen, etwa sichtbar an der 10-jährigen US-Staatsanleihe, die weniger rentiert als die 3-Monats-Anleihe in den USA. Jetzt ist es so, wenn die Zinskurve sich dann wieder versteilt nach vorheriger Invertierung, ist das meistens ein sehr, sehr sicheres Zeichen für eine Rezession. Wir haben dann auch hier zum Beispiel den Vergleich zwischen den US- und den deutschen Staatsanleihen im 5-Jahres-Bereich. Und hier sehen wir, dass wir da jetzt unter diese Aufwärtstrendlinie gefallen sind. Mithin verringert sich also der Abstand der US-Renditen zu den deutschen Renditen. Und das war jedes Mal, wenn wir aus diesem Aufwärtstrend rausgefallen sind, hatten wir den Tech-Bust, also praktisch das Platzen der New Economy um die 2000 und dann die globale Finanzkrise, an die wir uns alle noch sehr schön erinnern können. Also, das ist die Situation. Hurra, Party an den Märkten. Hurra, er senkt die Zinsen. Hurra, die Dinge werden offenkundig immer schlechter. Wer das FOMC-Protokoll gestern sich durchgelesen hat, der erkennt schon leichte Anzeichen von Panik. Oh, da hat sich dramatisch etwas verschlechtert. So der Tenor in diesem FOMC-Protokoll. Die Märkte denken sich, ja, je schlechter die Lage ist, umso besser. Dann muss die Fed eben mehr die Zinsen anheben. Ob diese Rechnung mittel- und langfristig aufgeht, ist eine andere Frage. Ich spreche hier, wie insgesamt in meinen Videos übrigens, nie über ganz kurzfristige Situationen, sondern versuche fundamental zu argumentieren, versuche mal die Differenz zwischen der Realwirtschaft, zwischen fundamentalen Gegebenheiten und eben das zu beleuchten, was an den Märkten passiert. Und diese Differenz ist das eigentlich Spannende, auf die es hinzuweisen gilt. Das ist für Daytrader dann vielleicht jetzt nicht unbedingt wirklich relevant, bringt aber etwas auf den Punkt. Auf den Punkt kommen heute auch Daten. Wir haben heute die Verbraucherpreise aus den USA 14:30. Das wird ein Hingucker und dann die Anhörung Pauls, zweiter Teil, diesmal vor dem Senat, gestern vor dem US-Abgeordnetenhaus, da dürfte nicht mehr allzu viel anbrennen, keine neuen Erkenntnisse erwartet. Was machen die Charts, wenn sie denn kommen? Aktuell kommen sie nicht, dann muss ich ein bisschen warten, dann schaue ich ja mal, jetzt könnten sie bald wieder kommen oder kommen sie nicht. Jedenfalls sehen wir, dass die asiatischen Märkte zulegen können, überwiegend den Nikkei etwas weniger, die US-Futures sind gestiegen, kaum wartet man eine Stunde, schon ist der Chart da. Das ist doch großartige Alchemie. Wir haben den S&P 500 jetzt genau bei der 3000er Marke. Die runde Marke ist erreicht. Wir haben dann den Dow Jones bei 26.916. Wir sehen, dass der DAX nicht wirklich mitkommt. Da sind wir bei 12.423. Das ist also deutlich schlechter als all das, was die Amerikaner zaubern. Ich habe hier mal einen Vergleich zwischen DAX und S&P 500 hier für Sie bereitgestellt. Jetzt rufen wieder alle, oh, kann man doch gar nicht vergleichen. Der eine schüttet Dividenden aus. Wie kann man nur, wie kann man nur? Aber wir sehen hier offenkundig, kann man das teilweise schon vergleichen, weil er eben parallel läuft. Und bums, hier ist plötzlich dieses Auseinanderdriften. Entweder muss der DAX rauf oder der S&P muss runter. So die Message. Wir haben dann den Euronen, der zulegen kann bei 1,1272 durch Dorfischen, Paul und die FED. Wir haben Gold, haben wir noch, wenn wir es haben. Ich guck mal, ob ich es eh noch finden kann. Ja, da geht es auch nach oben, 1422. Und wir haben dann den Ölpreis, der weiter zulegen kann nach gestern deutlich gefallenen US-Lagerbeständen. Also, schön ist es, wenn die Märkte nach oben geht, aber alles hat seinen Preis. Wir werden die Rechnung dafür in Zukunft bezahlen. Die nachfolgenden Generationen werden das bezahlen, denn es fließt jetzt Geld zum Beispiel in Aktienrückkäufe, es fließt Geld in Unternehmen, die ohnehin dem Untergang geweiht sind, statt in produktive Bereiche
zu fließen. Das wird jetzt durch die Notenbankpolitik gefördert. Diese Notenbankpolitik versucht mit allen Mitteln eine Rezession zu verhindern und damit den eigentlich normalen Zyklus zwischen aufwärts, abwärts, aufwärts, abwärts zu unterbrechen. Das kann nicht ohne negative Folgen bleiben. Warum sind wir nicht in der Lage, ein bisschen Schmerz zu ertragen, wenn es eine Rezession gibt? Es gab schon Hunderttausende von Rezessionen in der Weltgeschichte. Nur wir wollen unsere Wohlstandsillusion weiter aufrechterhalten und wollen unbedingt jeden Schmerz vermeiden, indem wir uns Schmerzmittel spritzen. Ob das eine so wirklich gute Idee ist, ist eine andere Frage. Und das macht diese Party, die an den Aktienmärkten überhaupt bei Vermögenspreisen passiert, ein bisschen schal, finde ich. Vielleicht sehen Sie es ja anders, Ihnen einen guten Start. In diesen Donnerstag haben wir heute, oder? Bis dann, ciao.